Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich mal wieder eine Yoga Junkies Box für euch. Und zwar ist das die aktuelle Edition Cozy Times. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Huch. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Yoga Junkies Box tatsächlich sehr vermisst. Mir hat es gefehlt, jeden Monat diese Ruhe zu bekommen, diesen Moment der, weiß ich nicht, Achtsamkeit und so weiter. Und ihr habt mir das auch geschrieben, dass euch das auch gefehlt hat. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen, als die Yoga Junkies sich entschieden haben zu sagen, dass sie keine Abo-Boxen mehr machen, die monatlich erscheinen, sondern halt alles so ein bisschen zu ändern. Ne? Es haben so viele das Ganze vermisst und ich auch. Und es gab jetzt zum November hin tatsächlich schon, oder war das Dezember? Nee, eigentlich zum November hin, ne? Ein Relaunch von dem Shop, den die haben. Und da gab es dann auch die Änderung, dass man jetzt quasi wieder Boxen bestellen kann. Das sind jetzt keine Abo-Boxen, das sind einmalige Boxen. Diese hier kostet jetzt 59 Euro und ich habe sie jetzt auch bestellt. Man bekommt dort die Boxen, aber nicht versandkostenfrei. Also da muss man quasi die Versandkosten noch bezahlen, ne? Und ich habe aber auch wieder einen Code, ne? Claudis Welt, damit kriegst du 20% Rabatt. Das ist ein Code, worüber ich dann quasi auch so ein bisschen Cashback bekomme, mehr oder weniger. Und davon kaufe ich mir dann zum Beispiel die Boxen oder eine Yogamatte oder Schmuck und Accessoires und was auch immer die dort in dem Shop haben. Das ist so, so schön. Also von Herzen herzlichen Glückwunsch und welcome back, Hannah und Tyler. Richtig cool. Und ich bin jetzt gespannt, was sie sich jetzt für die neue Edition ausgedacht haben. Denn es muss jetzt ja auch irgendwie wieder so ein Boom, ne? Also für mich persönlich ist es jetzt irgendwie vom Gefühl her so. Deswegen, ich bin gespannt, ich habe ein langes Vorgeplänkel. Ich mache jetzt einfach mal die Box auf und hier kommt schon wieder das auch. Dieses, man fühlt sich wieder direkt wohl, weil man das einfach kennt. Und hier haben wir Cozy Time Limited Edition Box, genau. Also es sind immer limitierte Boxen, die nur in einer gewissen Stückzahl dann auch zusammenstellen und anbieten. Und wenn sie ausverkauft sind, dann sind sie ausverkauft. Und es ist auch nicht, dass sie regelmäßig neue Boxen reinbekommen. Da muss man einfach immer mal wieder die Augen offen halten, im Shop vorbeischauen. Vielleicht einfach mal den Newsletter abonnieren, auf der Instagram-Homepage gucken oder mir zum Beispiel auf Insta folgen, denn ich reposte sowas ganz gerne, falls ich davon Wind bekomme. AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Das ist mein Name dort. Und das sieht schon mal alles so nach Winter Wonderland aus, ne? Gefällt mir richtig gut und ich erinnere mich an die letzte Edition, war das, also quasi die letzte Weihnachtsedition oder Winteredition, die ich bekommen habe. Ich glaube, das war Januar oder war das Dezember. Da habe ich so eine mega geile Bommelmütze bekommen und alles so muckelig warm. Also das war so schön. Und hier haben wir dann auch wie gewohnt den Inhalt abgebildet. Zusammen mit den Preisen der Produkte und ein paar Informationen, falls man nicht ganz genau weiß, was es dann ist. Das erste, was ich sehe, weiß ich ganz genau, was es ist. Und ich feiere hart, dass es in meiner Größe ist. Denn es ist One Size 35 bis 42 Hüttensocken mit Teddy und ABS-Sohle, also Anti-Rutsch-Sohle. Wie geil ist das bitte? Ich habe so oft kalte Füße und ich habe sowas nicht. Und ich habe immer gesagt, nein, ich kann mir sowas nicht kaufen, weil ich habe einen Hund und mein Hund hart wie Bolle. Und jetzt habe ich solche Kuschelsocken. Ich ziehe sie an. Ich will sie einfach anziehen. So geil. Also ich meine, es passt ja wie Arsch auf Eimer, dass man sowas in eine Cozy Time Edition reinpackt. Und ich vermisse sowas ja in anderen Boxen immer wieder. Ne? Wenn die halt irgendwas mit Cozy Posy oder so als Motto haben, denke ich mir ja herzlichen Glückwunsch. Aber ich möchte doch irgendwie, dass mir warm wird. Und ja, ich habe ja normalerweise die Schuhgröße 41 und ziehe mir jetzt einfach mal über meine regulären Socken diese Socken drüber. Das heißt, es geht natürlich hier hart an seine Grenzen, aber zieht euch das mal rein. Wie unglaublich gemütlich sieht das bitte aus. Und ja, mein Fuß hat gerade geknackt. Oh mein Gott, ich feiere das gerade so sehr. Sammy feiert das auch natürlich total. Schläft ein bisschen im Hintergrund. Komme ich jetzt auch in meine Puschen damit rein? Schwierig, ne? Wird gerade sehr schwierig. Egal.
Mega geil. Also das ist schon mal das erste Produkt in der Box und ich feiere es hart. Dann habe ich hier was drin. Chinchilla, ein wiederverwendbares Abschminkpad haben wir hier mit drin enthalten. Aus Holzzellulose, waschbar bei 60 Grad, 100% abbaubar, hergestellt in Deutschland. Vor jeder Benutzung das Pad durchspülen, nicht trocken verwenden. Ja, mache ich ja eigentlich nie. Ne? Also ich mache die immer ein bisschen nass und dann gucke ich mir das mal an. Es fühlt sich so in der Verpackung auch anders an. Ach, guck mal, was ist das denn? Das sieht ja witzig aus. Das sieht aus wie Esspapier. Jetzt mal ohne Witz, ne? Richtig cool. Und das muss man dann wohl anfeuchten und dann wird das wahrscheinlich ein bisschen weicher. Und dann kann man das zur Gesichtsreinigung nehmen. Finde ich klasse. Wird auf jeden Fall auch verwendet werden. Also bislang auf jeden Fall zwei Produkte, die mein Herz erwärmen. Auf jeden Fall meine Füße. Dann habe ich hier das nächste drin, das dürfte Tee sein, ne? Jägertee, seit 1862, Zeit für Liebe zum Tee. Aha, was ist das? Wiesens ältestes Teefachgeschäft aus Wien. Die Yoga-Junkies kommen ja auch aus Österreich. Und das ist mit Schwarztee, zeichnet sich durch eine süßlich-Mandel-Zimt-Note ab. Okay, muss ich mal gucken, ob ich den mag, ne? Das ist loser Tee. Loser Tee mag ich aber, also trinke ich auch öfters. Wir haben so Tee-Eier oder Teesiebe, ne? Mega cool. Passt. Dann habe ich hier ein kleines Säckchen drin. Da gucken wir doch mal rein. Oh nein! Guck mal! Hier hätte man theoretisch auch noch ein Teesieb. Oh, wie geil ist das denn? Mit einem Rosenquarz dabei. Das finde ich klasse. Das ist so, so passend. Schön. Ach Mensch. Geil. Und viele von diesen Yoga Junkies Produkten kann man mittlerweile auch alle nachbestellen dort im Shop. Das finde ich auch sehr cool. Ich sehe hier auch ganz verrückte Dinge drin, wo ich echt noch nicht weiß, was das ist. Aber wir gucken einfach gleich mal. Dann habe ich hier noch was Eingepacktes. Das sind so Buchstaben und so. Das hier ist ein Teelicht. Wie cool. Das ist so schön. Cozy and trendy steht hier drauf, ne? Oh, das mag ich gerne leiden. Das ist richtig hübsch. Das ist so, weiß ich nicht, so gemütlich. Das ist nicht so klar von den Strukturen her. Aber, also nicht aufgeräumt, aber auch nicht total wild, ne? Und das ist halt genau so ein Design, was ich sehr, sehr gerne leiden mag. Das ist irgendwie auch aus Porzellan oder so. Ich weiß es nicht. Ist halt auch sehr, sehr schwer. Extrem schön. Das mag ich gerne leiden. Dann habe ich auch noch hier so ein zweites eingepacktes. Und wir haben halt hier einen bunten Mix, ne, immer drin, so aus Lifestyle, aus Deko, aus Aromatherapie, aus Beauty ein bisschen, ne, voll krass. Und hier kommt das nächste. Oh nein, da haben wir einen Buddha drin und da kannst du ein Teelicht auch reinmachen. Das finde ich auch schön, ne? Das finde ich ja echt cool, so eine kleine Buddha-Statue. Einfach mal mit am Start. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, aus welchem Material das dann ist. Kommt aus Köln. G. Wurm GmbH und Co. KG. Aha, die sagt mir auch irgendwas. Da hatte ich schon öfters mal. Ich habe jetzt ja auch so Lifestyle Adventskalender auch ausgepackt. Da hatte ich auch, ich glaube, von der Firma so ein bisschen was mit dabei. Ach, finde ich das schön. Das kann ich mir auch gut im Sommer vorstellen. Für draußen. Aber natürlich jetzt hier drin, dann hast du ein Teelicht quasi in dieser Lotusblume, die Buddha-Statue hier hält, ne? Süß. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Denn ich habe hier halt so, ne? Viecher? Weiß ich noch nicht. Vielleicht ist da gleich irgendwas drunter, wo man das halt so reinmachen kann. Da muss ich mal gucken. Auch so Smileys und so. Keine Ahnung. Oh, mein Zeh ist abgebrochen. Ach, cool. Ja, also sowas hatte ich mal, aber als mit Strom und so. Und das ist natürlich jetzt so mit Stoff drin und ganz gemütlich. Und da kannst du was reinschreiben. Das kann ich mir auch gut für uns zu Hause vorstellen. Das ist schön, so ein Bilderrahmen, ne? Wo du dann diese einzelnen Buchstaben reinmachen kannst. Und dann, ich liebe dich, frohe Weihnachten. Hab einen wunderschönen Tag. Lächle, denn es macht dich schöner. Keine Ahnung. Ne? Richtig cool. Und dann auch hinten zum Aufhängen. Das ist cool. Ich meine, ne, die Box ist nicht günstig, ne? Die war, glaube ich, sonst günstiger schon, ja. Aber jetzt haben wir 59 Euro für die Produkte hier. Und das sind halt wirklich wertige Sachen. Das sind coole Sachen. Ich weiß auch gar nicht,
wie dann der Wert von der Box sein wird, das wird ja auch nicht gering sein, ne? Aber du hast hier einen richtig tollen Mix. 3, 4, 5. Ja, also, keine Ahnung, 80 Euro oder so, wenn ich das jetzt mal grob im Kopf überschlage, ne, was das so kosten wird. Also man macht schon einen guten Deal mit der Box und man hat sinnvolle Produkte hier drin. Einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, Gemütlichkeit nach Hause gebracht mit dieser Box. Ich finde die cool. Jetzt kennt ihr auch den Inhalt und wenn ihr Bock auf die Box habt, schaut gerne auf jeden Fall bei den Yoga Junkies vorbei. Und die haben auch Mystery Boxen, da werde ich euch nachher auch noch eine zu abdrehen und dann demnächst auch hochladen. Ja, das war's jetzt hier von mir und der Yoga Junkies Box. Also ja, ich finde die cool, wie gesagt. Ich werde nachher noch so ein bisschen was hier in diese Tafel reinbasteln und meinen Freund da vielleicht ein bisschen mit überraschen und die Buddha-Statue aufstellen, das Teelicht aufstellen, die Socken lasse ich an, weil die sind gerade so schön warm. Einen Tee mache ich mir richtig gemütlich und heute Abend muss ich mich safe abschminken, ne? Also in der Theorie, ich könnte jetzt einfach mal alle Produkte verwenden und das finde ich klasse. Ich finde es toll, dass die Yoga-Junkies wieder back on track sind und ja, der Online-Shop jetzt einfach auch ein bisschen größer gestaltet ist. Also falls ihr wollt, guckt dort gerne einfach mal vorbei. Die haben auch das Sortiment deutlich erweitert, ne? Und ja, deswegen viel Erfolg und mal gucken, wann die nächste Box rauskommt. Ich bin ganz gespannt. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!